CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich vielleicht als letzter Redner zusammenfassen. Doch, doch, doch. Sie kommen noch dran, keine Sorge. Kennen Sie. Jeder Kunde wird bedient, keine Angst. Meine Damen und Herren, für die Unionsfraktion und ich glaube für die Regierungskoalition darf ich sagen, wir sind sehr, sehr froh, dass dieses Gesetz vor der Sommerpause hier im Deutschen Bundestag beschlossen wird. Und dass Herr Burkhard Lischka hat ja die Reihe der Anschläge aufgezählt. Wann, wenn nicht jetzt, müssen wir Handlungsfähigkeit in der Terrorabwehr in diesem Parlament beweisen. Unsere Aufgabe ist, die Bürger vor Gefahren zu schützen. Und da spielt eine Sommerpause eventuell eine große Rolle. Und ich mache Ihnen gleich ein Beispiel. Ich will aber vorher die Kritik der Opposition aufgreifen zur Form des Gesetzesweges, weil ich kann Ihre Kritik nachvollziehen. Ich fand das auch nicht unbedingt den normalen parlamentarischen Weg, wenn man die Zeitabläufe anschaut, von erster Lesung über Anhörung, zweite, dritte Lesung in zwei Sitzungswochen. Nur, meine Damen und Herren, wir verlangen von Sicherheitsbehörden, dass sie bei Gefahr im Verzug außergewöhnlich schnell reagieren. Und wir haben auch in einem Parlament zu erkennen, wann Gefahr im Verzug ist, wenn ich mir die Lage da draußen anschaue. Und da muss auch in einem Parlament es möglich sein, dass wir mal von parlamentarischen Gepflogenheiten runterkommen, die Wege einhalten, aber es verdammt schnell tun. Es ist nämlich notwendig. Wir haben Gefahr im Verzug. Und deswegen haben wir diese Geschwindigkeit an den Tag gelegt. Ich finde, das können Sie akzeptieren. Jetzt mache ich Ihnen das Beispiel. Sie waren ja nicht bei der Anhörung, weil ich glaube, das spricht Bände. Wir haben bisher keine gesamteuropäische Datenbank für Terrorgefährder in allen Mitgliedstaaten. Das sorgt für extrem unterschiedliche Kenntnisstände in allen Ländern. Und das ist ein Riesenvorteil für die Terrorgefährder oder Terroristen. Jetzt plant die Counter-Terrorism Group, der Zusammenschluss der europäischen Nachrichtendienste, unter niederländischer Führung zum 1. Juli dieses Problem zu beseitigen. Ein Problem, was seit Monaten nach jedem Anschlag heftig beklagt wird. Das wollen wir jetzt abräumen. Die Holländer haben die Führung genommen, tun es ab 1. Juli Wirkbetrieb außer Deutschland, weil die gesetzlichen Grundlagen nicht da sind. Jetzt frage ich Sie allen Ernstes. Wollen wir jetzt bis September warten, uns an diesem unglaublich wichtigen Projekt zu beteiligen? Die Union will das nicht. Für uns sind diese drei Monate wichtig und deswegen machen wir das Gesetz jetzt. Der Vorteil ist mit Händen greifbar. Übrigens, wenn man mal Innenpolitik gemacht hat in Regierung, Herr Dr. von Notz, Sie klingen halt immer wie so ein rhetorischer Pappkamerad, weil Sie diese Erfahrung nicht haben. Es tut mir leid, das ist für eine Universität vielleicht geeignet, aber ich empfehle Ihnen die Universität von Professor Castellucci. Die suchen so eitle Vorleser, die also, wo die Studenten ihre Professoren anhimmeln. Das wäre vielleicht was für Sie. Meine Damen und Herren, dass wir die Anonymität von Prepaid-Kunden als Sicherheitslücke nicht mehr lange akzeptieren dürfen, ist eine wichtige Forderung des BKA-Präsidenten. Ich weiß nicht, nein, ich lasse es nicht zu, das hat keinen Zweck mit Herrn Dr. von Lutz. Nee, komm, wir machen das. Wie schwach ist das denn? Ja, komm. Ich lasse es zu. Ausnahmsweise. So. Herr Schuster, ich versuche mal die Debatte zu versachlichen. Oh, vielleicht. Und nicht auf so eine persönliche Ebene zu bringen. Vielleicht helfen Sie mir kurz weiter. Wo haben Sie Verantwortung getragen, Regierungsverantwortung im Innenbereich? Sie jetzt persönlich? Herr Dr. von Notz, ich persönlich profitiere seit Jahren von hervorragenden Innenministern der CDU in diesem Land, weil ich in deren Geschäftsbereich lange gearbeitet habe. Sie sind noch Parlamentarier. Da sitzt oder übrigens einer. Wissen Sie, wenn Sie
Wenn Sie Mitarbeiter eines Geschäftsbereichs sind, wo starke Innenminister arbeiten, dann wissen Sie, wie im Innenbereich regiert wird. Und wenn man schon bei der... Es ist ja vielleicht eine schwere Woche, auch für einen Innenminister. Wir haben viele Themen. Und jetzt will ich mal was sagen, wenn wir schon bei dem Thema sind, das gilt noch hier auf Antwort, der soll mal stehen bleiben, der liebe Kollege. Wir in der Union haben seit Jahrzehnten in der Innenpolitik Typen zu bieten, die eine Marke darstellen. Und da gehört Thomas de Maizière zweifelsfrei dazu. Ich bin unglaublich dankbar, dass wir einen Innenminister haben, der nicht Politikersprech macht und herumschwurbelt, sondern das sagt, was in der inneren Sicherheit in diesem Land notwendig ist. Und von denen zu lernen, das würde ich Ihnen gönnen. Das können Sie leider Ihrer Fraktion nicht. Stellen Sie mal irgendwann einen Innenminister in diesem Land, damit Sie was lernen. Das würde Ihnen sehr viel helfen. So, jetzt mache ich gleich weiter mit euch. Wenn das Manuskript ist jetzt sowieso beim Teufel. Dieses Land hat, haben Sie richtig gerechnet, unglaublich lange CDU hinter sich. Und deswegen haben wir nicht die deutsche Sicherheitsarchitektur zerstört, wie Sie meinen. Wir haben sie seit 12 Jahren fit gemacht, genau für diese Lagen. Was glauben Sie, warum die Bürger in diesem Land so sicher leben? Aber weil wir... Jetzt habe ich euch die ganze Zeit geschont. Riskier das nicht. Aber die Zeit ist begrenzt jetzt noch meine weiter. Meine Damen und Herren, die CDU-CSU hat in diesem Land tatsächlich die Sicherheitsarchitektur fit gemacht, genau für die Lagen, die wir heute haben. Und wenn die Deutschen jetzt so sicher leben, wie sie es tun, dann wird dieses Gesetz, was wir heute beschließen, sehr stark dazu beitragen, und um den Kollegen Ströble noch zu bedienen, das von Ihnen so sehnlich erwartete Umarbeiten unserer Gesetze anhand des Verfassungsgerichtsurteils zum BKA. Natürlich verspricht die Regierungskoalition Ihnen das noch dieses Jahr. Das liefern wir Ihnen, so wie diese Koalition in diesem Land immer liefert, wenn es darauf ankommt. Machen Sie sich keine Sorgen. Wir werden alles umsetzen, was Karlsruhe sagt, und zwar sinnvoll. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Damit ist die Aussprache. Und wir kommen zur Abstimmung über den von den Fraktionen der CDU.